Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Und wir fahren sofort fort. Und hacken uns hier mal rein, lustigerweise. Aber da war auch nichts, was irgendwie interessant wäre. Was können wir denn hier noch machen? Benutzen. Oh, okay. That was easy. Und dann können wir auch direkt wieder in den anderen, in Anführungszeichen, Bunker reinlaufen. So, und jetzt ist die Tür entriegelt. Schnell noch den Turm gehackt. Und wir kriegen mehr Zugriff auf Pony. Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar, Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Das werden wir sofort feststellen. Nein, da fahren wir nicht lang. So. Was zur Hölle? Na, schade, das konnten wir nicht reproduzieren. Aber das sah echt cool aus. Erst fällt der Telegrafenmast oder Strommast in die richtige Richtung und dann kippt er ihn zur anderen Seite um. Nee, finde ich lustig, finde ich gut. Ho! Ho! Ho, ho, ho. Wie kommen wir denn da rein? Mann. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Nie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100 Cash. Kaution für Schäden. Ja.
Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Du bist nicht sehr gesellig. Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Tief im Inneren. Ganz tief im Inneren. Hast wohl gedacht, du könntest reinspazieren, als wäre das dein Laden? Auf dich. Hola. Das ist aber ganz schön stark, das Zeug. Runter. Offenbar T-Bone weniger Probleme als wir damit. Stadtmenschen sind Energievampire, die saugen dich aus. Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich erschießen. Sei Glück, dass jemand an meinem Visier gedreht hat. Es geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Du schuldest dem Mann $100. Wie bitte? Hallo, Ray. Sei nicht so verdammt laut! Oh Mann, mega uncool. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Wie
Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlage dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Ja, das klingt doch schon mal gut. Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Und tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hier, ich zeig's dir. Bereit? Achtung! Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow! Rück die Knochen gerade! Probier's mal! Yeah. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung. Ich sehe Möglichkeiten. Ich kann es nicht. In der Bar hatte ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut. Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider-Job. Ist viel wert auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Pawnee-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Okay. Ja, cool, kriegen wir hin. Und wir können Moped fahren. Yay. Mit einem missmutigen Cyberterroristen anzufreunden. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Mein Teil des Deals halte ich ein. Das sind aber viele.
Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genauer an. Schwör ab! Wie bitte? Ups. Möglicher Kontakt hier. Das schaue ich mir genauer an. Shipmon. Okay, langsam aber sicher schleichen wir uns hier vorbei. Nein, 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 nein. Okay, solange der keinen Lärm macht, ist ja alles okay. Ja, das war der Plan. Die können doch nicht alle tot sein. Oh, Kontakt. Wo sind die Kerle? Schicken wir ein paar Leute raus. Mal sehen, was da eigentlich abgeht. Schalt ihn aus! Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind da mir dran. Oh, Scheiße. Lass ihn von der Straße! Machen wir dann jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Ich hätte nie gedacht, dass du den Scheiß-Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen ran. Ja, ja. Wir haben die Sau! Okay, locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Geben wir ihnen etwas Kunstunterricht. Ah, jetzt bin ich aber hier umstellt. Ja, ja, steucht ruhig mal aus, das ist okay. Rechts. Wir haben ihn von der Straße. Naja, geht so, ne? Ich glaube, mein Van ist da trotzdem noch stärker. Wo komme ich denn da hin? Verstärkung ist da! Kein Problem, die schieben wir alle weg.
Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Bist ein gefährlicher Mann. Haut ab! Ich brauche nur eine schusssichere Position. Oh, das war ein Zivilist. Ups. Okay, langsam vorrücken. Bedrohung ausgeschaltet. Kann ich da nicht mehr einsteigen? Und ein Skillpoint. Sogar zwei Skillpoints. Aber alles nichts, was mir zusagt. Immer noch nach der 20-jährigen Michelle Strauss. Es wird nun aber vermutet, dass sie tot ist. Strauss ist eine weitere vermisste Prostituierte einer vermissten Serie. Zwei Frauen wurden bereits grausam ermordet aufgefunden. Aufgrund der brutalen Natur der Taten sprechen die sozialen Netzwerke mittlerweile vom Fingerfarbenmörder. Die Polizei bittet die Bürger dringend um Mithilfe bei der Suche nach Strauss und dem Täter. Von dem habe ich gehört. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Er ist ein verdammtes Tier. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Der Bunker macht so viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik. Ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. Okay. Okay, ich habe den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Ja, so macht Motocross doch Spaß. Hochgradig paranoid, okay. Mission gesperrt. Ich habe einen Fixer am Hals. Um den kümmere ich mich sofort. Gut, das habe ich gebraucht. Okay. Ich will nicht sterben. Naja, das hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Neue Fähigkeiten. Okay, können mehr Schaden an Fahrzeugen machen. Coole Sache. Da vorne ist die Mission. Jetzt brauche ich eine Sicherheitsfreigabe für das Blumen-HQ. Was ich auch mache, Blum ist im Spiel. Da läuft doch irgendwas, und zwar weit mehr als so das CTOS. Hoffentlich weiß T-Bone, was er da tut.
Okay, bin in Position. Was ist jetzt mit diesen Helikoptern? Wart's erstmal ab. Los, verlieh ihn nicht. Oh Mann. Der ist schon 300 Meter weg. Moment, ich muss noch mal nachgucken, aber ja, das ist ja Musik von Ubisoft. Da kann ich ja nicht für. Weil wenn jetzt nämlich irgendjemand meint von irgendeinem Musiklabel, das Lizenz und so weiter, dann nee, das finde ich uncool. Ich habe extra die Songlautstärke runtergestellt. Beziehungsweise die Songlautstärke komplett aus. Wegen den Autosongs, da habe ich nämlich Stress gehabt. Habe ich ja letzte Folge schon erzählt. Alles Routine. Blume ändert jeden Tag das Sicherheitsprotokoll. Und der Vogel bringt die aktuellen Anweisungen rüber nach vorne. Dann wird uns also der Helikopter direkt zum Sicherheitschef. Der Groschen ist gefallen. Oh Mann. Oh fuck, nein, 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 nein. Ach, komm schon, komm schon. Ich muss wieder aufholen. Wieder 300 Meter weg. Ja, das gibt's doch nicht. Der ist wieder viel zu schnell. Jetzt holen wir auf. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. Ich kann's kaum erwarten. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachten? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Preppern, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Ja, bist du? Oh Mann. Das gibt es doch nicht. Ob ich den Typen in die Luft gesprengt habe? Der war doch nie und nimmer ein Sicherheitschef. Er ist über einem Trailerpark. Das ergibt keinen Sinn. Doch warte mal. Das ergibt absolut Sinn. Die Milizen aus Pawnee arbeiten für die Bloom Security. Und viele von denen leben in dieser Vorhölle. Und einer davon ist Sicherheitschef. Mit vollem Zugang. So. Erinnerst du dich an die Typen, die den Truck bewachen? Die gleiche Gang. Die Pawnee-Miliz besteht aus Preppern, Untergangspropheten, Regierungsgegnern und so. Typen wie mir. Die spielen also keine Spielchen. Kalte, tote Hände und mehr Mist in der Art. Den anderen komme ich nicht ran. Den haben wir da hinten stehen. Was meinst du?
Wer bist du? Du bist nur auf einem Ort taub, okay. Also, einer von euch muss der neu ernannte Sicherheitschef sein. Illegaler Einwanderer. So, so. Was haben wir denn da? Gut, Chef der Security. Und wer noch? Na komm schon. Gib mir Option. Weltraum-Erinnerungsstücke. Die da unten, die sind's nicht, ne? Du warst auf einem Ort taub. Aber langsam gehen mir die Optionen aus hier. Hat er sich vielleicht da irgendwo versteckt? Was ist mit dir? Wer war das? Was war das für ein Geräusch? Okay, das bringt uns alles nichts. Okay. Mir gehen langsam die Optionen aus. Wenn ich wüsste, wo ich hingucken muss. Du warst der Top-Spieler am Prügelspiel, ne? Ja. Hab dich. Einen Moment, ich muss mal husten. Das ist mehr als ein Schützenverein. Die kontrollieren den halben Tag. So wieder da. Ist das normal in Pawnee? Nichts ist normal in Pawnee. Seit Blum angefangen hat, Geld in dieses Loch zu pumpen, ist alles noch viel schlimmer geworden. Das ist unzuverlässig und eine Lüge. Hey, hör zu! Komm raus! Oh Mann. Und ich glaube, an der Stelle machen wir auch mal einen kleinen Cut. Es tut mir leid, dass die Folge heute etwas kürzer war. Aber ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass ich noch was zu tun habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir mal, ihr wisst, was ihr geben müsst. Ne? Und ansonsten, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne eine PN oder einen Comment schreiben. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge.